Eines Tages. Eine Kurzgeschichte von Tim Time. Schon immer habe ich es geliebt, aus dem Fenster zu schauen. Viel spannender als der Unterricht war für mich schon als Junge, was außerhalb des Schulgebäudes für kleine und große Abenteuer vor sich gingen. Und wenn es bloß zwei Eichhörnchen waren, die auf einem Baum umherwuselten und sich um eine Nuss stritten, wobei das die meisten vermutlich noch als das Spannendste bezeichnen würden, von all den Dingen, um deren Willen ich es aufgab, dem Unterricht zu folgen. Es konnte auch einfach der Wind der Prärie sein, der den Staub auf den Wegen und Feldern aufwühlte, oder Büffelherden, die in der Ferne außerhalb des Dorfes entlang trampelten. Ich liebte es, Wasserfälle von den Bergen am Horizont beim Herabstürzen zu beobachten, Wolken am Himmel aufwallen zu sehen und zu verfolgen, wie sie sich ein endloses Wettrennen lieferten. Dagegen ebenso spannend erschien mir der wolkenlose Himmel und seine eindeutige Aufforderung, durch ihn in das darüberliegende Weltall zu starren, zu begreifen, dass wir so klein sind, dass unsere Existenz schon fast unwichtig erscheint. Kurz, ich fand alles spannend, was draußen unter gottesfreiem Himmel vor sich ging, nur nicht, was innerhalb des Klassenzimmers passierte. Den meisten Lehrern und Lehrerinnen war es vollkommen egal, wenn ich nicht aufpasste, solange ich halbwegs gute Leistungen erzielte. Aber einer Lehrerin war es nicht egal. Sie sah eines Tages, wie ich auf einem Klassenausflug mit der Eisenbahn, anstatt mit den anderen Kindern herumzualbern, aus dem Fenster starrte und die langsam vorbeiziehende Steppe beobachtete. Sie kam schnurstracks zu mir herübergelaufen, baute sich vor mir auf und hielt mir einen Vortrag darüber, was das Starren aus Fenstern mit meinen Zensuren gemein hätte und dass ich niemals damit mein Geld verdienen könnte. Denn das schien für sie das Wichtigste im Leben zu sein, etwas zu finden, mit dem man Geld verdiente. Aber das ist es nicht. Auf keinen Fall. Oh, wie sehr sie sich irrte. 21 Jahre später drosselte ich die Geschwindigkeit, mit der mein Zug in den verlassenen Bahnhof einfuhr.